schön, dass du da bist und dir einen Moment Zeit nimmst für dich und deine Intuition. Ich bin Franzi, ich bin Mentorin für Intuition und ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir heute zusammen spazieren gehen. Ich habe diesen Meditationsspaziergang für dich kreiert, damit du mich direkt mit in die Natur oder auch in die Stadt mitnehmen kannst. Dein Spaziergang kann dabei ein Ziel haben oder auch komplett intuitiv verlaufen. Falls du mir noch lauscht, wenn du jetzt gerade drin bist, dann drücke gern auf Pause und wir hören uns nachher auf deinem Spaziergang. Wenn du schon unterwegs bist, dann lass uns direkt loslegen. Komm erst mal für einen Augenblick lang hier auf unserem Spaziergang an. Laufe gemütlich los, lausche der Musik und spür mal in dich rein, wie du dich gerade fühlst und wie sich das anfühlt, ganz bewusst einen Meditationsspaziergang zu machen. Vielleicht hat dein Verstand eine ganz bestimmte Vorstellung von Meditation, dass sie immer im Sitzen oder im Liegen, mit geschlossenen Augen irgendwo drin, gemütlich und geschützt stattfinden muss. Vielleicht fühlt es sich deswegen etwas unbekannt an. Ganz neu und voller Vorfreude und Neugier. Vielleicht hattest du selbst diese Idee schon lange oder hast mir auf einem deiner Spaziergänge bereits gelauscht. Nimm einmal für einen Augenblick lang wahr, wie du dich jetzt fühlst. Ähnlich wie bei meinen Yin-Meditationen lasse ich die Musik immer mal laufen, damit du ins Wahrnehmen kommen kannst. Und jetzt richte deine Aufmerksamkeit einmal auf deinen Körper. Spür mal, wie es sich anfühlt, zu gehen. Nimm wahr, wie dein Körper ganz automatisch einen Fuß vor den anderen setzt. Wie es das Normalste der Welt für dich ist. Spür mal, was da passiert in deinem Körper. Spür mal in die Fußsohlen, wie sie aufsetzen. Spür mal deine Beine, wie sie sich bewegen. Und spür mal, dass diese Bewegung ganz kraftvoll aus deiner Körpermitte, aus deinem Becken kommt und
wie sie deinen ganzen Körper in Bewegung bringt. Beobachte für einen Augenblick lang, wie du gehst. Einfach nur beobachten. Du brauchst es nicht verändern oder bewerten. Vielleicht gehst du eher schnell, vielleicht eher langsam. Vielleicht sind es ganz leichte Schritte. Vielleicht spürst du schwere Schritte. Nimm einfach nur wahr. Und ich lasse jetzt die Musik ein bisschen laufen und leiser werden. Und dann nimm mal wahr, dass du deine Schritte in deinen Ohren hören kannst. Wunderbar. Richte deine Aufmerksamkeit jetzt auf deine Atmung. Lausche der Musik und beobachte deine Atmung, wie sie kommt, in dir verweilt und wieder geht. Beobachte, in welchem Tempo sich deine Atmung zeigt, in welcher Intensität. Du brauchst nichts verändern. Jetzt richte deine ganze Aufmerksamkeit auf deine Atmung und intensiviere sie. Atme einmal tief ein und wieder aus. Spür mal, wie die Luft sich anfühlt. Spür mal, ob du etwas riechen kannst. Wenn es im Gehen funktioniert, schließe für einen Augenblick die Augen. Vielleicht magst du auch kurz stehen bleiben und nochmal einen tiefen Atemzug ein- und wieder ausnehmen. Spür mal, wie du deine Atmung und den Geruch viel intensiver wahrnehmen kannst, weil die visuellen Reize fehlen. Öffne deine Augen
und nimm ein paar Atemzüge genauso, wie sie dir jetzt gut tun. Und jetzt richte deine Aufmerksamkeit auf alles, was du um dich herum sehen kannst. Schau zuerst zum Boden. Wie zeigt sich Mutter Erde hier? Vielleicht läufst du über ihre natürliche Form, über ihren Mutterboden oder Gras, vielleicht über eine Wiese. Vielleicht läufst du auf einer Straße oder über einen Weg. Nimm einfach wahr. Schaue jetzt zum Himmel. Nimm wahr, wie er sich heute zeigt. Wolkenlos und blau. Oder vielleicht schon dunkel, weil es ganz früh oder ganz spät ist. Vielleicht siehst du Wolken, die Sonne, Sterne. Bleib für einen Augenblick lang stehen, atme tief ein und jetzt stell dir einmal vor, dass der Blick, den du in den Himmel wirfst, aus Licht wäre. Und jetzt mach dir bewusst, dass dieser Blick nirgendwo ankommt. Weil er in die Unendlichkeit blickt. Spür für einen Augenblick lang dieses Gefühl, dass du umgeben bist von der Unendlichkeit des Weltalls, des Universums. Dass dieser Blick, den du da gerade hochgeworfen hast, für immer weitergeht und niemals ankommt. Und spür mal, wie sich diese Unendlichkeit anfühlt in dir. Atme tief ein und wieder aus. Und jetzt blick dich weiter um. Alles, was zwischen Himmel und Erde ist. Thank you.
Du wirst Dinge sehen, die der Natur entspringen. Bäume, Sträucher, Pflanzen. Vielleicht aber auch Seen, ein Bach. Und du wirst Dinge sehen, die dem Menschen entspringen. Häuser, Wege, Laternen. Lausche der Musik und beobachte einfach. Auch wenn du in der tiefsten Natur bist, findest du vielleicht eine Kleinigkeit, eine Wegmarkierung, ein Forstsitz. Oder auch wenn du inmitten der Großstadt bist, findest du vielleicht eine kleine Pflanze. Schau dich um und nimm wahr. Und jetzt mach dir einmal bewusst, warum sich die Natur und natürliche Dinge so gut anfühlen. Je mehr du gerade Natur um dich hast, desto mehr kannst du es spüren. Wenn du gerade ganz viel Stadt um dich hast, spürst du es vielleicht beim nächsten Mal bewusst, wenn du in der Natur bist. Mach dir einmal bewusst, dass alles, was nicht der Natur entspringt, also jedes Haus, jedes Auto, jeder Gegenstand, den du gerade sehen kannst, jeder Weg, jeder Stromkasten, dass all das irgendwann mal der Gedanke im Kopf eines Menschen war. Lass diese Vorstellung einmal wirken. Und mach es dir noch einmal bewusst. Alles, was du gerade sehen kannst, was nicht Mutter Natur entspringt, war einmal der Gedanke im Kopf eines Menschen. Darin abgespeichert ist automatisch die Energie dieses Menschen. Die Energie derer, die es gefertigt haben, gebaut haben, hergestellt haben. Viele Menschen waren nötig, um dies so zu erschaffen, wie du es gerade sehen kannst. Und mit ihnen all die Energien, all die Gefühle und Emotionen. Diese Energien wirken auf dich. Die kannst du immer wahrnehmen. Ob bewusst oder einfach unbewusst. Alles, was Mutter Natur entspringt, jeder Baum, jede Pflanze, hat all dies nicht. Sie strahlen keinerlei Energien oder Emotionen von anderen Menschen aus. Sie sind einfach. Sie sind wahrhaftig, natürlich, weit und offen. Und deshalb fühlen die meisten Menschen sich so wohl in der Natur, weil sie einfach nur sein können und weil ihre eigene Energie nicht
mit denen der anderen konfrontiert wird. Wenn du gerade umgeben bist von Dingen, die dem Menschen entspringen, wie fühlt sich dieser Gedanke an? Lauf einmal ganz bewusst weiter mit dem, was du gerade gehört hast, und spür nach. Spür nach, indem du ganz bewusst auf die Dinge schaust und wahrnimmst. Das ist so schön zu wissen, dass wenn du mir bis hierher gelauscht hast, du dich auf diesen wundervollen, einzigartigen Spaziergang eingelassen hast. Ein Spaziergang, der so ganz anders ist. Ein Spaziergang, der dich voll und ganz in deine Achtsamkeit gebracht hat, indem du ganz bewusst durch deine Welt gelaufen bist. Meditation ist so vieles. Meditation findet nicht nur zu Hause im Sitzen oder Liegen statt, sondern in jedem Moment deines Lebens. Und wann immer es dir gelingt, ganz bewusst, behutsam und achtsam hinzuspüren, dann bist du ganz bewusst in einem meditativen Zustand. Ich wünsche dir von ganzem Herzen noch einen schönen Spaziergang. Ich lasse die Musik für dich laufen, damit du sie genießen kannst, ihr lauschen kannst und noch ein wenig gehen kannst. Probiere diesen Meditationsspaziergang von ganzem Herzen in unterschiedlichsten Umgebungen aus. Und lass dich überraschen, wie unterschiedlich sich das anfühlen kann. Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wundervollen Tag.